So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir wurden von Tinkerer erwischt, also von Finn. Sie hat das Neutron genommen. Jetzt haben wir hier ihre, ich glaube hier links sehen wir sie noch. Jetzt haben wir hier ihre Untertanen quasi, die wir bekämpfen müssen. Ich denke mal, wir sind gar nicht mehr so weit vom Storyende weg. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt schon in der Folge durchschaffen. Was ich tatsächlich denke. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. So. Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Oh, oh. Was siehst du, wenn der Tinker erfolgt? Okay. Das wird dir gleich noch leid tun. Fress den. Fallen wir mal ein bisschen in der Luft. So. Oh shit. Das ist mein Lieblingsmuseum. Bing Bong! Bam! Der Underground ist jetzt hier und auch ein Rockstar-Panzer. Alle Straßen aus Harlem raus sind blockiert. Wo bist du? Bei eurer Wohnung. Wir suchen Unterschlupf. Geh zu Theos Bodega. Ich komm bald nach. Wir beschützen alle, solange wir können. Sie ausschalten, bevor ich nach Harlem gehe. So, Kollege. Um dich kümmere ich mich auch noch, wenn es sein muss. Holt ihn runter. Echt mal? Holt mir einen runter, wenn ihr wollt. Chancen habt ihr trotzdem nicht. Bing-Bong! Ich bin erledigt. Ihr seid erledigt. Was machst du? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Es reicht. Bleib liegen. Bam. Da gibt's einen Klatscher. Du musst zurück nach Harlem. Jetzt, bevor Finn den Reaktor zerstört. Zurück nach Harlem. Genki, melde dich. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Schlecht. Roxxon und der Underground sind überall. Es ist wie im Krieg. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja, ein Dutzend Leute, aber wir sind gefesselt. Ich höre dich nicht. Wo bist du? Genki! Falls du tja, mich hörst, Genki ich bin ist weg. Haltet durch, Mann. Bitte. So, wir werden aber mal kurz manuell speichern. Dann sehen wir sind bei 62%. Also ich weiß nicht, ob das schon das Ende ist der Story. So, Nebenmissionen zählen natürlich auch dazu für 100%. Deswegen schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen jetzt bei Folge 9, Folge 10 sein. Geht auf jeden Fall anscheinend nicht so lange wie Spider-Man Remastered. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir da hatten. Aber ist ja auch nicht schlimm. Genki, kannst du mich hören?
Genki! Genki ist immer noch nicht da. Scheiße. Durchhalten, Leute. Ich komme. Sie werden den Park zerstören. Was hast du? Mich im Visier? Das halte ich für ein Gerücht. Aua. Da kommen mehr. Ich muss den Park räumen, wenn ich die hier zurückdrängen will. Bam. Jetzt müssen wir hier alle befighten, Alter. Das ist ja auch wieder perfekt, ne? Alle gegen uns. So, Junge, es reicht. Da sind welche auf den Dächern. Sie kämpfen überall. Runter mit dir. Bam. Fress den, Alter. Bing Bong. Spidey ist da. Lassen wir den mal da runter. So, Junge, reicht. Haben wir noch mehr? Genau, ich bin in der Luft. Komm hinterher. Er backt fest. Er backt einfach fest. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber zum Glück geht's weiter hier. Oh shit. Miles, kannst du mich hören? Wir sind in... Kenki, ich will Richtung Osten. Wo bist du? Den Theos Bodega. Das ist richtig übel. Du musst schnell hinkommen. Sie sind in Theos Bodega. Ich bin fast da, aber ich muss das Roxxon und den Underground ausschalten, damit es sicher ist. Das ist unser Wohnblock. Bitte nicht abbrennen. Der Schnee wird immer dichter. Ich muss in Richtung der Schüsse. Spider-Man ist hier. Er darf sich nicht an. Aua, aua, aua. Heiß. Hot, hot, hot.
Junge, hier ist ja alles voll. Oh shit, oh boy. Oh Gott. Zeig dir schon, wer tot ist, ey. So. Mann, Mann, Mann. Alles voll mit Leuten. Genki! Genki, wo bist du? Kommt dir da irgendwie weg? Ist da? Ist da jemand? Leute! Leute! Hört zu! Wir müssen hier weg. Aber ich kann nicht alle von euch tragen. Oh, shit. Schon angefangen. Junge, nerv doch nicht rum. Ich will euch doch eigentlich selber nur helfen. Verschwinde hier, Kleiner! Ja, jetzt tut er wenigstens mal das Richtige hier. Du hast wichtigere Dinge zu tun. So ist es. Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Wer meiner Familie passiert was, dann klatscht es. Niemanden zurück. Nein! Mann, Mann, Mann. Du weißt nicht, was du tust. Die haben es nicht anders verdient! Nein, der Reaktor! Krieger hat aufgerüstet! Du zerstörst nicht nur die Roxxon Plaza! Du machst ganz Harlem dem Erdboden gleich! Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen! Was für Anlügen? Bist du doof oder was? Es reicht! Gleich fängst du dir mal ein paar Fäuste! Junge Dame, also wirklich! Sag niemals nie. Hier ist gar nicht zu spät. Na, wird das der Endfight? Es scheint so. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. Aber ich kann es probieren. Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza. Er vernichtet Kriegers Denkmal. Wenn die Plaza untergeht, nimmt sie Halle mit. Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet. Du hast gar nichts berechnet. Warum hörst du mir nicht zu? Krieger hat nichts am Reaktor gemacht. Ihm fehlt der Griff dafür. Er ist klug genug. Lass mich das beenden. Ach, Mann. Also den Schlag können wir nicht blocken. Leute beschützen und nicht bestrafen.
lügen. Ich sag dir die Wahrheit. Wer war das Neue? Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht. Das wird sie nicht lange aufhalten. Jetzt hör doch endlich auf. Nicht kämpfen, wir reden. Nachdem ich den Reaktor auf... Oh shit, es ist zu spät. Finn, da! Der Reaktor geht gleich hoch. Bald können wir das nicht mehr stoppen. Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Mann, die will aber auch nicht aufhören. Wenn es so weitergeht, dann wird das böse enden. Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Roxxon mit den Informationen über Nuform! Geht nicht! Interessiert keinen! Wie interessiert keinen? Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen. Wir müssen näher ran. Ich werde es dir nicht leicht machen, Max. Das glaube ich auch. Niemals. Weich nur aus. Bringt dir auch nichts. Zeig dir schon, was hier was nichts bringt. Also. Das bringt schon was. Mann. Hey. Was ist denn jetzt los? Scheiße. Die nervt, die Alte. Wir sind fast dead. Jetzt bleibst du stehen. Du willst die Wahrheit? Hier ist sie. Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still. Du hast Rick auch geliebt. Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht. Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern. Das mache ich doch gar nicht. Desto mehr zerstöre ich. Mann. Was ein Fight. Ich hab dir jede Chance gelassen. Ich dir auch, also. So langsam, ne? So ist es. Todesräder. Okay.
Dann machen wir ernst, da hast du recht. Ich muss ausweichen. Wie kannst du so schnell sein? Oui. Es ist vor 2 Meilen. Ja, ich weiß. Junge. Junge, die nervt aber auch. Du hältst mich nicht auf. Ich muss es versuchen. So, reicht langsam, oder? Siehst du es ein? Du hast keine Chance. Oh shit. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das war so nicht geplant. Ich kann es stoppen. Systemfehler. Oh shit. Tut mir leid. Schon gut. Ja, das tat weh, hä? Wir müssen den Reaktor ausschalten. Und zwar jetzt. Shit. Was ist denn mit seinen Spider-Man-Sinn hier? Nur noch ein bisschen. Ich muss mich beeilen. Er kann jederzeit explodieren. Wo ist denn Pete, wenn man ihn braucht? Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß hier alleine machen, Mensch. Fast. Geschafft. Komm schon. Oh shit. Nein! Ben, nicht in den Sinn! Miles. Jetzt aber Gnadenstoß. Drück, Junge, drück!
ganz weit weg. Ich halte das nicht mehr lange aus. Was? Was macht sie da? Ah ja. Sollen wir da oben explodieren, ja? Ich kann nicht. Ist okay. Kann nicht. Lass einfach los. Lass los. Oh shit. Tja. Sind alle. Okay. Sind wir. Alle von uns. Außer Finn. Hey, verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um sie. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht, Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Tja, wer ist das wohl? Unser Spider-Man. Das sind eindeutig Fakes, das ist gefälscht! Haben Sie gehört? Wissen Sie überhaupt... Gefälscht, dir brennt da wohl der Helm. Ja, wir kennen Sie. Ich mach Sie fertig! Haben Sie gehört? Ja! Ganz genau, Freunde. Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Prowler, hat ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird aufsitzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das einen eigenen Spider-Man hat. Siehst gut aus, Haley. This is where we come from, yeah, we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, uh-oh, hey. Uh-oh. Wir sehen uns. Forget the things you probably thought you knew. A new day is approaching, turn the red guys into blue. I grew up on the same block, school of hard knocks. Get in on the hard times, took the hard shots, but anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. Hey, man, das geht. Gut, man, echt gut. Wir sehen uns. Das mit dem da ist ja der Pete. Cool. Passt zu mir. Ja, genau. Pete, wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise ja. Aber manche Dinge werden nie einfacher.
Roxxon hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Ich, Rick, Finn, alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Alter zu. Tja, alles nicht so einfach. Geht's los? Geht los. Oh yeah. Jetzt geht's wieder zu zweit los. Ja. Und das war's auch mit Spider-Man Miles Morales. Etwas kürzer als die Hauptstory, also nur Spider-Man Remastered, aber das war ja irgendwie klar. Und war ja trotzdem recht nett auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch hat's auch Spaß gemacht. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann im nächsten Projekt reinschauen werdet. Ich glaube Spider-Man 2 sollte ja auch bald rauskommen, oder Remastered zumindest. Schauen wir mal. Das werden wir dann auf jeden Fall auch anzocken. Nun denn, sollte jetzt hier am Ende noch was kommen, wird das natürlich mit reingeschnitten. Ansonsten sage ich Tüdelü. Es gibt noch einen kleinen Bonus. Let's go. Die Einwohner Harlems stehen immer noch unter dem Eindruck der jüngsten Aufstände der als Underground bekannten Gruppe. Während die Roxxon Corporation sich vor Gericht verantworten muss, trat die neu gewählte Stadträtin Rio Morales gestern vor die Presse mit einem Appell für zusätzliche öffentliche Gelder, die helfen sollen. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Er war lange genug da drin. Mr. Osborne, ich verstehe Ihre Sorge, aber seine Holen Krankheit Sie ihn könnte... Raus. Kurt. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich werden. Sagte, rausholen! Jetzt! Mr. Osborne. Oh shit. Da wird uns noch was erwarten. In Spider-Man 2. Nun denn, ich hab ja alles gesagt. Ja, diesmal ohne Finn. Mach's gut, Finn. Glückwunsch, du hast die Hauptstory abgeschlossen, aber das Abenteuer geht weiter. Du kannst immer bla. Ja, nee, das interessiert uns nicht. Die Hauptstory sind wir, haben wir durch. Jetzt gibt's noch Nebenmissionen, so die werden wir uns aber nicht anschauen. Hey Mom, hast du zu tun? Nur ein bisschen. Was gibt's? Ich komme gerade aus der Trinity Church. Ich musste an Finn denken. Und was beschäftigt dich? Sie hat mir das Leben gerettet. Dir. Allen anderen. Ja. Dabei so ist Finn. In Gefahr gebracht. Aber seitdem ich weiß, was mit Rick passiert ist, verstehe ich es irgendwie. Menschen sind kompliziert. Nimm Onkel Aaron. Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht. Er half uns, Leute aus Harlem rauszubringen. Aber wenn ich ihn ansehe,
muss ich nur an die Qualen deines Vaters denken. Ja. Du musst Finns Leben nicht beurteilen, Micho. Auch nicht ihren Tod. Behalt einfach in Erinnerung, warum du sie so gern hattest. Du bist immer für mich da. Das ist mein Job. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Entiendes? Sí. Te quiero. So. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Nebenmissionen hier, die wir nicht machen werden. Von daher habe ich ja bereits schon alles gesagt. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Projekt. Tüdelü. Hey Miles, ich versuche, wow, hier nach all der Zeit alles, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Keine Pause für die Spider-Man? Nein, wo wir gerade dabei sind. Ich werde nach meiner Rückkehr nicht die ganze Zeit hinter dir herschwingen und dich überwachen. Ich vertraue dir. Und ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Was denn? Kann ich helfen? Ich brauche einen Job. Freelancer beim Bugle war super, aber ich will jetzt etwas Festes. Schon mal an Unterrichten gedacht? Das kannst du gut. Im Ernst? Nein. Nein. Vielleicht? Ich denke drüber nach. Bis dann. Bis dann. Jetzt aber. Jetzt ist Ende. Reicht. Tænk det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.